ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang gehen wir immer ganz, ganz liebe Grüße an euch raus fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinem Kanal entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Krebs oder der, die du hier auf einen Krebs schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat Februar bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass ja deine Energie liegt als Zuschauer, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreh dir das bitte um, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich hier als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten immer für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an, wenn du gerne wissen willst, wie es mit deinem Herzensmenschen weitergeht. Was denn dieser Mensch über dich denkt und über eure Verbindung, was denn dieser Mensch für dich fühlt, wie dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zukommt, wann das denn ungefähr passiert und wie du dich denn am besten verhalten solltest, damit das Ganze positiv voranschreiten kann. Wie gesagt, den Link dazu findest du hier unten, wenn du das gerne wissen möchtest. Gut, dann ist soweit alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat Februar. Und dann habe ich hier den König der Stäbe. Kann ein Feuerzeichen sein, Widder, Löwe oder Schütze. Also hier ist jemand im Anflug. Hier ist jemand im Anflug in dein Feld. Ein König der Stäbe. Das kann jemand sein, der sehr ein feuriges, temperamentvolles, leidenschaftliches Dasein hat und in deine Richtung sehr viel Feuer empfindet. Ne? Also hier wird jemand vom Feuer getrieben. Hier trotzt auch jemand dem Schneesturm. Ne? Also zur Zeit ist es ja sehr winterlich. Ne? Und ja, also das ist jemandem egal. Also es könnte sich höchstwahrscheinlich jemand in deinem Feld bewegen, auf dich zukommen, wenn es hier kalt ist und wenn es hier schneit. Das ist diesen Menschen auch egal. Man nimmt hier alle Witterungen auf sich, um wieder hier in dein Feld zu kommen. Und diesen Menschen könnte auch ein Licht aufgegangen sein. Ne? Könnte endlich ein Licht aufgegangen sein, was man vielleicht auch falsch gemacht hat in dieser Verbindung, wie man sich verhalten hat, etc. Solche Dinge. Also, hier ist jemand feurig unterwegs, hier ist jemand leidenschaftlich unterwegs. Es könnte hier auch jemand sehr kreativ in dein Feld kommen. Und ja, hier ist jemand ein Licht aufgegangen, über sich selbst vielleicht auch, über dich, über eure Verbindung. Und hier. Ja, hier verspürt jemand Leidenschaft im Herzen für dich. Hier hat jemand Feuer gefangen und möchte hier wieder in dein Feld kommen oder ist hier schon auf dem Weg oder steht schon vor der Tür, wie auch immer. Und dann habe ich hier den Wagen, kann für das Sternzeichen Krebs stehen. Also hier ist auf jeden Fall Bewegung drin. Also es ist ein sehr bewegter Monat, dein Monat hier. Also hier ist Bewegung drin. Der Wagen steht für Fortschritt, für Bewegung, für Progress. Für ja, eine erfolgreiche Zukunft. Man bewegt sich erfolgreich in Richtung Zukunft. Da hier eine weibliche Person auf diesem Besen sitzt, nehme ich das für dich wahr. Also im Monat Februar ist bei dir viel Bewegung drin. Vielleicht bewegst du dich auch sehr viel im Monat Februar. Na, vielleicht gehst du viel raus, vielleicht gehst du viel feiern. Der Februar ist ja auch der Monat des Faschings, ne? Oder vielleicht sagt man bei euch Karneval, vielleicht gehst du da feiern, tanzen, dich vergnügen, wie auch immer. Du bist auf jeden Fall viel in Bewegung. Das kann auch eine Reise anzeigen. Du könntest auch im Monat Februar eine Reise tun, wo dir vielleicht dieser Mensch sogar hinterherreist. Ne? Also du hast hier beste Flugaussichten und dieser Mensch könnte im Schneesturm hinterherreisen.
Muss nicht per Flugzeug sein, kann per Auto sein, kann per Zug sein, wie auch immer. Ja? Also könnte auch eine Reise anzeigen im Februar für dich. Das kann auch eine innere Reise sein. Ne? Also eine Heilreise, eine schamanische Reise. Das kann aber, wie gesagt, auch eine äußere Reise sein oder steht für Bewegung. Kann in manchen Fällen auch für einen Umzug stehen, dass du dich hier örtlich verändern möchtest und das zieht jemanden wieder in dein Feld. Das kann es auch sein. Ne? Auf jeden Fall steht das für eine positive Bewegung in Richtung Zukunft der Wagen. Hier ist Bewegung drin, hier ist Progress drin, hier ist Fortschritt drin. Also ich sehe das so, du schwingst dich ja auf deinen Besen und fliegst davon und dann kriegt hier jemand Muffensausen und muss hier schnell möglichst dir nachfliegen. So kriege ich das rein, weil hier jetzt jemand merkt, okay, jetzt ist es hier 5 vor 12, jetzt geht mir hier ein Licht auf, jetzt muss ich hier hinterher, weil du bist hier schon eher gestartet, du bist hier schon eher losgeflogen, ja, auf dieser Reise. Und dann habe ich hier den König der Münzen. Das kann ein Erdzeichen sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock. Das kann sein, dass du hier in dieses Feld reist, zu einem König der Münzen, dass du dich hinbewegst zu einem König der Münzen. Und das könnte dieser Mensch hier spitz kriegen und denken, oh, jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst ist sie oder er weg und bei jemand anders im Feld. Ja? Und dieser König der Münzen, also das ist ja sehr, sehr spannend dargestellt, der möchte dich hier brandmarken. Also im Wie soll ich euch das? Ja, also dieser Mensch möchte dich ganz für sich haben. Ne? Also man möchte, dass du an der Seite bist und ja, man möchte dich ganz für sich haben. Also der König der Münzen, das ist auch was Stabiles, ne? Was, also hier teilt jemand nicht gerne. Also wenn hier jemand in einer Verbindung ist, dann sagt dieser jemand, du bist der Mensch an meiner Seite und Schluss aus, ne? Also es könnte sein, dass du hier im Februar zwischen zwei Menschen hin und her gerissen sein könntest. Also dass sich zwei Menschen in deinem Feld bewegen. Ein König der Stäbe und ein König der Münzen. Und hier kriegt jemand plötzlich Fracksausen, weil man merkt, okay, du bewegst dich weg, du bewegst dich vielleicht in dieses Feld oder lässt dich vielleicht auch gar nicht von diesem König der Münzen imponieren, ne, sondern machst hier dein eigenes Ding, ne, weil du ja so ein bisschen aus dem Feld auch fliegst. Ne? Du fliegst ja so ein bisschen höher als alle anderen. Ne? Du wirst vielleicht auch nicht so vereinnahmt werden von diesem Menschen. Für manche, die sagen, okay, ich habe hier keine zwei Menschen in meinem Feld, es dreht sich hier nur um eine Person. Dann hat dieser Mensch diese zwei Charaktereigenschaften an sich. Ist vielleicht auch jemand, der, wie gesagt, dich nicht teilen möchte. Dennoch aber jemand ist, der auch gern mal im Außen Ausschau hält. Na, also das ist so jemand, der will selber gerne gucken, vielleicht selber gerne flirten. Und holt sich auch gerne Aufmerksamkeit vom Außen. Jedoch, wenn es um dich geht, dann lässt man hier keine Luft ran. Ne? Also dann darf niemand anders. Dann darfst du nicht schauen, dann darfst du nicht flirten. Ne? Also das ist ja so, ich darf, aber du nicht. Ne? So eine Geschichte könnte das hier sein. König der Stäbe und König der Münzen. Na, also hier ist jemand da so ein bisschen auch, bisschen leidenschaftlich, bisschen flirty unterwegs, ne? Und wenn du das aber machst, dann heißt es hier, nee, 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 ne? Du gehörst zu mir, ne? Hier habt ihr hier was eingebrannt, habt ihr ein Tattoo verpasst. Da ist ein Stempel drauf, du bist mein, ne? Und das könntest du merken und da könntest du dir im Februar sagen, nee, also damit will ich nichts zu tun haben. Ich mache hier mein eigenes Ding. Ich fliege in meine positive Zukunft. Ja, also entweder sind es zwei Menschen, mit denen du im Februar zu tun hast, oder ist es eine Person, die jetzt auch, wenn es eine Person ist, dann reflektiert die Person sich selber jetzt, ne, wie man sich verhalten hat, ne, dass man
das, was man von dir erwartet hat, ne, dieses strenge, du gehörst zu mir und du darfst niemand anders anschauen und, dass man das aber selber im Außen gemacht hat, ne? Das wird dieser Mensch jetzt reflektieren. Das ist diese Menschen, geht diesem Menschen jetzt ein Licht auf. Ja. Also interessante Botschaften hier bei dir, lieber Krebs. Dann schauen wir bei deinem Gegenüber. Dann habe ich dich hier liegen als Königin der Münzen. Das kann ein Erdzeichen sein, Stierjungfrau oder Steinbock oder einfach nur diese Energie repräsentieren. Die Königin der Münzen, also so sieht dich dieser Mensch, erfüllt im Innen und im Außen, stabil und sicher, loyal, treu und ehrlich und auf dich kann man sich verlassen. Die Königin der Münzen, die hat ein Standing, die steht für ihre Wünsche, Werte und Bedürfnisse ein. Na, die hat Würde, also die kennt ihren Wert. Ne? Und verkauft sich auch nicht unter ihrem Wert. Und die Königin der Münzen erkennt auch hier das Toxische im Feld. Das Toxische in dieser Verbindung, das Toxische bei diesem Menschen und weiß genau, wie sie sich davon befreien kann. Nämlich mit Gefühl. Ne? Hier wird Wasser auf diese Schlangen gegossen. Ne? Vielleicht wird dieses Bündel Gras auch mal auf den Boden geklopft und dann verschwinden diese Schlangen. Ne? Also die Königin der Münzen, die weiß genau, wie sie es macht, ne? Um sich hier nicht angreifen zu lassen, um sich auch von diesem Giftigen zu befreien, um sich auch hier von diesen Verstrickungen zu befreien, die in dieser Verbindung eventuell herrschen. Und dann habe ich hier den Gehängten. Also, hier wird jemand wachgerüttelt, hier wird jemand wachgekitzelt. Der Gehängte steht für Stillstand. Hier habe ich aber zwei Personen, die diese Fledermaus aufwecken. Jetzt krieg ich hier Batman rein. Also für irgendjemand in dieser Verbindung, das hat irgendwas mit Batman zu tun, dass ihr gern den Film geschaut habt, dass ihr euch vielleicht mal zum Karneval so verkleidet habt. Also ich krieg Batman rein. Also für irgendjemand hat das jetzt eine Botschaft mit Batman. Vielleicht habt ihr auch ganz so Rollenspiele gemacht. Batman und Catwoman. Also irgendwas ist mit Batman. Ich krieg Batman rein. Also die oben haben gesagt, ich soll Batman sagen. Jetzt habe ich es gemacht. Also ihr wisst dann schon, wer gemeint ist. Auf jeden Fall wird hier jemand wachgerüttelt, aufgeweckt. Ne? Diese Fledermaus wird aus dem Schlaf gerissen, weil das Universum jetzt sagt, okay, hier war schon lange genug Stillstand. Komm jetzt mal in die Umkehr, wach jetzt mal auf, ne? Das ist diese Erkenntnis hier. Wach jetzt endlich mal auf, ne? Dass dir hier mal ein Licht aufgeht. Sonst ist nämlich hier diese schöne Person in deinem Leben, die fliegt nämlich jetzt gerade davon. Jetzt ist es Zeit, hier mal aufzustehen, mal aufzuwachen, mal aufzuwecken. Es ist 5 vor 12. Und das Universum initiiert das. Irgendwie, ne? Zwingt es diesen Menschen in die Umkehr, in die Umwandlung, in die Selbstreflexion, in die Bewusstwerdung, ne? Auch die Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ne? Das ist dieser Perspektivwechsel, dass man jetzt erkennt, wie habe ich mich denn verhalten? Ich habe im Außen geflirtet, ich habe im Außen mir Bestätigung geholt, ich habe im Außen immer die Augen sonst wo gehabt, aber bei dir. Da ist mein Fuchs teufelswild geworden, selbst wenn du jemand anders mal gegrüßt hast, freundlich. Da wurde dir eine Szene gemacht, schöner als schön. Na, und das reflektiert man jetzt. Das reflektiert man jetzt. Und du lässt dir das auch nicht gefallen, ne? Das sehe ich hier, wie du diese Schlangen verscheuchst. Also dieses Toxische, es ist schon fast ein bisschen ein narzisstisches Verhalten, obwohl ich da immer sehr, sehr vorsichtig bin mit dieser Diagnose. Aber das ist so oft, ne? Du darfst es nicht, aber ich mache das im Außen und wo man das selber gar nicht reflektiert, dass man das macht, ne? Aber das kommt jetzt in die Umkehr, das kommt jetzt ins Zugeständnis. Und dann habe ich hier die zwei der Schwerter. Für die, wo es hier noch eine zweite Person gibt, könnte es hier ein Gerangel geben. Könnte es hier ein Gerangel geben? Könnte es hier einen Konkurrenzkampf geben? Ne? Also hier könnten sich zwei um dich streiten. Wenn es hier um eine Person geht, dann ist es hier so ein innerer Konflikt, so ein innerer Kampf.
Soll ich nicht? Soll ich nicht? Soll ich nicht? Das ist so die sich nicht entscheiden können. Na, das könnte hier wie so Engel und Teufel auf der Schulter sein, wo man so sagt, melde dich bei ihr oder bei ihm. Nein, na, dann kommst du als schwach rüber, ne? Könnte der Teufel sagen, solche Dinge könnten das sein. So ein innerer Konflikt könnte das hier sein bei deinem Gegenüber. Aber das Universum lässt ja nicht locker. Es wird auf jeden Fall diesen Menschen wachrütteln. Dann kommen wir in eure gemeinsame Energie. Dann habe ich hier den Magier. Hier geht es um Fortschritt. Hier geht es um Manifestation der Zukunft. Hier geht es um Neuanfang, um Neubeginn. Hier geht es um Meisterschaft. Der Magier hat alles auf dem Tisch liegen. Die Stäbe, die Kelche, die Münzen und das Schwert in der Hand. Das sagt mir auch, dass hier dieser Mensch eine Entscheidung treffen wird. Eine klare Entscheidung treffen wird für einen Neuanfang, für einen Neubeginn. Und wenn das nicht dieser Mensch ist, wirst du klar einen Neuanfang, einen Neubeginn, wirst du dich dafür entscheiden. Ja, dann wirst du hier abdüsen mit deinem Besen und dir hier ein schönes Leben machen. Das wird ein erfülltes Leben sein. Du wirst es auf jeden Fall meistern, weil hier alles auf dem Tisch liegt. Genug Gefühl, genug Leidenschaft und Kreativität, genug Fülle im Innen und im Außen, genug Intellekt, gute Kommunikation. Du triffst gute Entscheidungen für dein Leben. Ja? Also hier steht ein Neuanfang auf der Schwelle, der gemeistert werden möchte zwischen euch beiden. Und dann habe ich hier die Sechs der Kelche. Das ist eine der Seelenpartnerkarten im Deck und die sagt, jemand aus deiner Vergangenheit kommt zurück in dein Leben. Diesen Satz kennen wir schon in- und auswendig, nicht wahr? Also, das kann jemand aus deiner Vergangenheit sein. Ein Ex-Partner, jemand, mit dem du schon mal zusammen warst. Wie auch immer. Das kann auch jemand sein, den du aus früheren Leben kennst, aus früheren Zeiten, aus früheren Leben, aus früheren Verbindungen oder beides. Ne? Und hier ist der Kelch schon mal umgefallen. Ne? Also das wissen wir. Hier gab es schon mal eine Trennung, hier gab es schon mal einen Streit, hier gab es schon mal ein Ende. Also hier wurde dieser Kelch schon mal ausgekippt. Und du bist hier drauf und dran, deine Koffer zu packen, weil du nicht mehr dran glaubst, dass hier jemand aus deiner Vergangenheit wieder zurück in dein Leben kommt. Also du zeigst dieser Verbindung den Rücken. Weil du nicht mehr dran glaubst, dass hier noch mal was passiert, weil hier schon ewig eine Stagnation ist mit diesem Batman. Batman. Also da kommt mir, ich habe das ja früher geliebt, diese alte Serie. Also die, wo die dann hier, wenn die zugeschlagen haben, wo dann hier so ein Bang, Boom kam. Ich weiß gar nicht, wie die Schauspieler heißen. Also diese ganz, ganz alte Serie. Also die ist Kult. Obwohl ich liebe auch die Filme. Für mich ist ja Christian Bale so der schönste Batman, weil ich den von der, wenn er die Maske auf hat, ich finde die Lippen so toll. Also ich glaube, das kommt auch jetzt gerade oder kam jetzt gerade irgendwie im Fernsehen. Also für mich war der Christian Bale der schönste Batman, weil da mit der Maske sah der am tollsten aus von allen. Ne, haben ja schon mehrere den Batman gespielt. Aber ihn fand ich so, der hat so tolle Lippen. Also man schaut so extrem auf die Lippen, wenn er die Maske auf hat. Den fand ich am tollsten. Jetzt sind wir hier wirklich bei Batman. Ich kann doch die Legung nicht Batman nennen. Batman fliegt zurück in dein Leben. Obwohl, es ist ein lustiger Titel. Also ich würde schauen. Batman fliegt zurück in dein Leben. Okay, mal schauen, wie ich die Legung nenne. Okay, auf jeden Fall hier zurück zu den Sechs der Kelchen. Also du glaubst ja nicht mal dran. Du hast der Situation hier schon den Rücken gedreht. Aber die Sechs der Kelche sagt mir, hier ist jemand auf dem Weg. Hier vermisst dich jemand schmerzlich. Also du hast ja schon die Sachen gepackt. Hier vermisst dich jemand schmerzlich und möchte zurückkommen in dein Feld. Also hier ist auch alles trocken. Ne? Also es ist hier wie in der Wüste. Also es gab hier lange keine Emotionen zwischen euch, weil vielleicht lange kein Kontakt war, weil lange Stillstand war, weil lange keine Kommunikation war. Und vielleicht sagst du dir, okay, also das ist jetzt schon so lange her, jetzt habe ich die Hoffnung verloren, jetzt habe ich den Glauben verloren, jetzt entscheide ich mich, für die Meisterschaft meines Lebens. Und in dem Moment, wenn du das tust,
Tada, dann kommt ja jemand an. Ne, das ist ja oft so, wenn man das loslässt, wenn man das fließen lässt, dann kann sich's bewegen. Ne, dann kann sich's bewegen, dann kann es in die Meisterschaft gehen. Und hier ist wirklich alles möglich. Ne, mit dem Magier ist wirklich alles möglich. Also, hier vermisst dich jemand schmerzlich und möchte wieder zurückkommen in dein Leben und hier einiges bereinigen, einiges wieder gut machen und vor allem hier aus dieser Trockenheit auch wieder einen begehbaren Boden machen, fruchtbaren Boden machen, wo was wachsen kann. Und dann habe ich hier den Ritter der Münzen, kann ein Erdzeichen sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock. Also, dieser Mensch mag es auch noch so schwer sein, mag es auch noch so eine große Blockade sein, möchte für dich diesen Fels erklimmen. Ne? Also, egal wie groß die Distanz zwischen euch ist, egal wie groß die Blockade zwischen euch ist, die wird hier jemand meistern. Habe ich schon gesagt, Erdzeichen, Stierjungfrau oder Steinbock. Und also hier ist schon jemand auf dem Weg. Es ist aber ganz schön beschwerlich, dieser Weg. Deswegen hast du nicht mehr das Gefühl, dass hier überhaupt was passiert, aber ich sag dir, es passiert was. Der Ritter der Münzen ist ja aber auch der langsamste Ritter im Deck. Wir müssen nur ehrlich sein, der ist der langsamste Ritter, aber es ist ja auch beschwerlich. Ne? Deswegen denkst du vielleicht, okay, ich packe hier die Sachen, hier wird eh nichts mehr. Ich rock jetzt mein Leben alleine, was ja auch gut ist, ne? Und in dem Moment, ne, guckt hier vielleicht jemand über diese Spitze hinaus. Batman kommt wieder in dein Leben geflogen. Ich werde verrückt. Schön. So, dann schauen wir mal eure Zusatzkarten. Spirituelle Reife verbindet euch. Oder frag dich, ne, ist dieser Mensch auf deinem Level? Kann dir dieser Mensch das Wasser reichen? Mit Wasser reichen meine ich auch emotional, ne? Also seid ihr hier bereit, gemeinsam diesen Weg zu gehen, auch spirituell, ne? Also ihr seid vielleicht auch hier beide spirituell sehr verbunden. Ihr seid vielleicht auch hier telepathisch sehr miteinander verbunden. Ich habe hier zwei verschiedene Berge. Also ihr könntet sehr unterschiedlich sein. Ne? Ich habe hier so sehr steinig. Also hier könnte jemand echt sehr viele Blockaden mit sich bringen, sehr viele Themen mitbringen. Und dann habe ich hier so einen schönen grünen Berg, wo alles saftig ist, wo alles grünt und blüht. Also ja, also ihr könntet hier sehr unterschiedlich sein. Das könnte kulturell sein, das könnte altersmäßig sein, das könnte von eurer Glaubensrichtung her sein, das könnte von eurer Weltanschauung, charakterlich alles Mögliche sein. Nichtsdestotrotz geht ihr hier diesen Weg gemeinsam, obwohl ihr so unterschiedlich seid. Und das wird euch zur Erleuchtung bringen. Das ist wie eure Bestimmung. Ne? Also wenn ihr hier an euch glaubt, an diese Verbindung glaubt, euch festhaltet, ne, dann wird es gut werden, dieser Weg. Auch wenn vielleicht du denkst, wir sind so verschieden, wenn das Außen sagt, ihr seid ja so verschieden, aber ich habe hier irgendwas, was zusammengehören möchte und diesen Weg gehen möchte. So, dann habe ich hier Trennung. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Also da bin ich der Meinung, da steckst du schon mittendrin. Ne, die Stagnation, die ist ja schon länger. Also in dieser Trennung befindet ihr euch. Das war vielleicht auch eine Trennung schweren Herzens. Das war vielleicht nicht gewollt, diese Trennung. Und durch irgendwelche Umstände ist hier eine Trennung zwischen euch entstanden. Entweder eine räumliche Distanz, ne, eine Distanz von Kilometern, von Örtlichkeiten, auch emotional und dass hier vielleicht gar keine Kommunikation mehr stattgefunden hat. Also ich sehe das ist wirklich eine vorübergehende Trennung. Das deutet ja auch darauf hin, dass hier jemand zurückkommt. Ne? Vorübergehend bedeutet, das ist nicht hier für immer. Ne? Das ist nicht in Stein gemeißelt. Und hier habe ich auch das Vermissen. Ne? Also hier ist ja jemand noch gar nicht gegangen, da vermisst man sich schon. Und dann habe ich hier Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Genau. Selbstliebe, Selbstachtung. Ne? Also. Das darf jeder in sich haben. Und wenn jeder sich selber liebt und sich selber achtet und sich selber wertschätzt, dann ist das eine super Grundbasis für eine Partnerschaft. Ne? Dann kann man nämlich auch
Wenn man sich selber liebt, kann man auch Liebe im Außen geben. Ne? Wenn man sich selber nicht liebt, dann will man von dem anderen immer die Liebe haben. Und so viel Liebe kannst du gar nicht geben. Ne? Dann bist du erschöpft. Ne? Das geht nicht. Muss aus dir selber rauskommen. Ja, und das ist auch noch ein Thema hier. Liebe zuerst dich selbst. Entweder bei dir, bei deinem Gegenüber oder bei euch beiden. Ja, das darfst du für dich selber entscheiden. Aber ich bin hier gespannt, wer hier mit Batman in Resonanz geht. Wenn du jetzt wissen willst, wann Batman denn wieder in dein Feld geflogen kommt, was dieser Mensch über dich denkt und über eure Verbindung, was dieser Mensch für dich fühlt, wie dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zukommt, wann das denn ungefähr passiert und wie du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten solltest, damit das Ganze positiv voranschreiten kann. Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Ich würde mich ganz, ganz sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Und allen anderen wünsche ich einen zauberhaften Februar. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.